Hallo und herzlich willkommen, lieber Wassermann. Mein Name ist Sirut Sabine und ich freue mich jetzt sehr, mit dir in die erste Monatshälfte im April einzutauchen. Vom 1. bis zum 15. April möchte ich gerne schauen, welche Energien stehen dir zur Verfügung, was verstärkt sich, was verbessert sich, wo fließen die Energien vielleicht noch aus dem Unbewussten zu dir, was möchte sich klären. All diese Themen, da schauen wir jetzt hin, da schauen wir jetzt nach. Lieber Wassermann, zu diesem Video wird es wie immer eine Fortsetzung geben. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Klick da einfach drauf, du wirst direkt weitergeleitet. Wir schauen jetzt zu Beginn mit einer Orakelkarte auf die Hauptenergie und dann schauen wir, was das Tarot für dich so zu sagen hat. So, liebes Universum, für Wassermann, vom 1. bis zum 15. April, welche Energie steht Wassermann hier zur Verfügung? Für Wassermann. Eine Botschaft bitte für Wassermann. Zwei Botschaften. Der Talisman und Zuhören. Ja, vielleicht geht es darum, lieber Wassermann, in der Tiefe zuzuhören, hinzuspüren. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Der Talisman. Eine Lektion, die wahrhaft gelernt wurde, kristallisiert sich als verdiente Weisheit. Du hast alles, was du für den ersehnten Erfolg benötigst. Ja, ich glaube, dass dieser Talisman, den du hier mit dir trägst, so etwas wie ein innerer Talisman ist. Vielleicht ist es auch was Äußeres, eine Kette, ein Anhänger, was dich wirklich auch erinnert. Hier geht es um gelebte Weisheit. Hier geht es darum, dich an deine Essenz zu erinnern. Dich selbst auch als deinen ganz eigenen Verbündeten zu erkennen. So, wir schauen mal, zuhören. Ein offenes Herz vernimmt die Botschaft. Wenn du diese Karte erhältst, so sei daran erinnert, dass es eine Zeit zu reden und eine Zeit zu schweigen gibt. Jetzt ist für dich die Gelegenheit zum Zuhören gekommen. Achte nicht nur darauf, was in einem gegebenen Moment gesagt wird, sondern achte auch darauf, was unausgesprochen bleibt, denn die eigentliche Botschaft ist nicht immer offenkundig. Lausche nicht bloß mit den Ohren, sondern mit dem Herzen und du wirst Klarheit finden. Wenn diese Karte zu dir kommt, so ist dies ein glückliches Zeichen, denn ein tieferes Verständnis deiner Situation ist dir gewiss. Und ich glaube, mit dem Talisman wird das Zuhören auf einer tieferen Ebene nochmal zu einem Schlüsselmoment. Sehr spannend. Erinnere dich an deine Essenz. Und ich habe ja hier auf meinem Tisch auch immer unterschiedliche Dinge liegen. Manchmal lange Zeit die gleichen, dann wechsle ich wieder, dann habe ich wieder das Gefühl, ich brauche genau diese Energie. Und genau so habe ich jetzt hier bei dir eine Moosachatscheibe und eine Triskele. Das habe ich, bevor ich das Video jetzt gestartet habe, für mich noch rausgesucht. Ich habe gedacht, das ist für mich nochmal eine Erinnerung an eine Energie, die in mir lebt und webt. Vielleicht ist es genau so etwas in dir.
So, lieber Wassermann, wir schauen mal, was liegt im Jetzt für Wassermann? Was liegt im Jetzt? Die vier Stäbe, das ganz bei dir ankommen, das ganz in dir zu Hause sein, die Freude am Leben, die Leichtigkeit, der Spaß, das Vergnügtsein, mit dir selbst das Leben genießen, aber auch mit anderen gemeinsam das Leben genießen. Eine Hochzeit. Vielleicht auch ein Moment, in dem du dich an dein Inneres erinnerst, in dem du aber auch tiefer in dir zuhörst und hinspürst. Was liegt in der Vergangenheit? Hat vielleicht noch Einfluss oder möchte losgelassen werden? Die Königin der Kelche. Vielleicht gibt es eine Königin der Kelche in deinem Leben, in deiner Vergangenheit, die sich hier gegebenenfalls nochmal zeigt. Aber was ich wahrnehme, lieber Wassermann, ist, dass diese Königin der Kelche dich an die Energien erinnert, an Hingabe, an das Sein, an das Spüren der Energien, wie sie sich zum Ausdruck bringen möchten. Hier geht es um tiefe Emotionen. Und doch, wie gesagt, die Energien, wie sie in deinem Leben weben und wirken. Vielleicht warst du lange Zeit in einer Art Rückzug und du gehst jetzt wieder in die Welt hinaus. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, zwischen den Zeilen, keine Ahnung. Die Impulse, ich gebe sie weiter. So, was möchte sich denn in der Zukunft aktivieren? Der Eremit und die drei Münzen. Ein Plan, eine Idee, etwas gemeinsam zu kreieren. Das nehme ich hier gerade wahr. Ich habe das Gefühl, meine Kamera ist total schief. Lassen wir mal so. Der Eremit, da geht es um die Innenschau, um dein inneres Licht. Es geht hier um Rückzug. Vielleicht mit den drei Münzen ziehst du dich aus einer gemeinsamen Arbeit zurück. Ich nehme das aber eher so wahr, dass du hier den Impuls bekommst, das, was du in dir aktiviert hast, was du in dir geöffnet hast, mit anderen zu teilen, anderen mitzuteilen und in dieser Gemeinsamkeit nochmal ein höheres Potenzial an Ideen und Kreativität zu öffnen. Was liegt im Unbewussten? Was ist dir noch unbewusst? Der Page der Schwerter und die acht Stäbe. Das hier etwas in eine neue Form, in eine neue Klarheit hineinkommt. Das ist dir noch unbewusst. Hier möchte etwas kreiert werden. Und doch, dadurch, dass du hier mit dem Eremiten verbunden bist, bist du mehr so im Rückzug. Und du spürst vielleicht aber auch in dir, dass da neue Informationen liegen, dass eine neue Klarheit sich zeigen möchte. Vielleicht ist genau das der ausschlaggebende Punkt, dass dieses Zuhören für dich hier so sehr wichtig ist. Lausche. Höre zwischen die Zeilen und erkenne die Inspirationen, die sich für dich hier öffnen möchten. Ja.
Was ist dir bewusst? Was liegt hier im Bewusstsein? Die 9 Münzen. Dein innerer Reichtum, dein Wissensschatz, der Talisman hier in dir. All das, was du dir bisher erarbeitet hast, all deine Erfahrungen, der Talisman spricht auch von deinen Erfahrungen, von diesen Essenzen, die du in dir geöffnet hast, von diesem Wissensschatz. Und da darfst du jetzt schöpfen und da darfst du vielleicht sogar auch mit anderen gemeinsam etwas ganz Neues kreieren. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, die 9 Münzen, das ist die Fülle in dir. Vielleicht fühlst du dich momentan sehr in dir angekommen. Das ist wundervoll. Und der nächste Schritt steht gerade vor der Tür. Wir schauen mal auf die Unterseite, die 10 Schwerter. Hier kommt etwas zu einem Ende. Vielleicht der Rückzug, vielleicht das Gefühl, alles alleine machen zu wollen. Ein altes Projekt, was abgeschlossen wird. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, lieber Wassermann, dass du hier über dich nochmal etwas Neues lernst und auch darüber, wie viel Freude es dir bereitet, mit anderen gemeinsam etwas Neues in die Welt zu gestalten. Denn die 3 Münzen gestalten in die Welt hinein. Sehr spannend. Ich lasse das so stehen. Das wird eine interessante Reise für dich. Und ich möchte jetzt in der Fortsetzung nochmal tiefer tauchen, nochmal hier zu jedem Aspekt Klärungskarten holen und ja, mal schauen, wie sich das in der Tiefe entfalten möchte. Und vielleicht bekommen wir auch heraus, was für ein Projekt da jetzt ansteht für dich. Ich freue mich auf dich und ich sag mal bis gleich in der Fortsetzung.